Leute, willkommen zurück zu Tony Hawk Pro Skater 5. Ich bin hier im Statistikmenü. Hier können wir die Statistiken verbessern. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon gezeigt habe, weil ich den Charakter ja gewechselt habe und die Aufnahme Ewigkeiten her ist. Könnt ihr Punkte ausgeben? Ich möchte gerne die Special-Anzeige ein bisschen erhöhen, dass sie länger dauert und das Grinding. Und natürlich ein bisschen mehr Tempo haben. Und dass wir ein bisschen schneller vorankommen für die Aufgaben. Was ich euch zeigen wollte, wir haben einmal hier so welche Karten, wie wir hier zum Beispiel sehen. Für jede Karte, die wir freischalten, kriegen wir so ein neues Symbol. Das sind eigentlich keine schönen Symbole, aber hey, das ist ein Spiel. Können wir eigentlich alle mal freimachen. Ja, zum Beispiel hier, Stürze insgesamt 2000 Mal, kriegen wir immer so eine Karte. Das dauert also alles ein bisschen, bis wir alles kriegen. Aber wir kriegen, oh, ein Feuertoaster. Der gefällt mir. Was ist das für ein Baum? Das ist echt lustige Teile. Bananananana. Mürrische Melone. Na, ich bin keine mürrische Melone. So, dann haben wir noch den Olli und den Vulcan. Haben wir irgendwas übersehen? Das sind zum einen die Karten. Die anderen Karten haben wir, wenn wir auf Eigen gehen, haben wir einen eigenen Skater, den wir machen können. Dann haben wir verschiedene Köpfe. Hier sehen wir zum Beispiel, hier sind schon ein paar freigeschaltet übrigens. Hier haben wir jetzt einen neuen, wenn ich es richtig sehe. Und zwar, genau hier, da ist ein Ausrufezeichen dran. Dann schalten wir den jetzt frei. Dann haben wir diesen Kopf hier zum Beispiel. Wir können auch hier Wally oder Octodad oder Roberta oder auch Ratchet nehmen als Kopf. Das sieht so dämlich aus. Hier auch was freigeschaltet. Also wir haben auch viele verschiedene Körper hier, ne? Das sieht man ja alles. Zum Beispiel, wenn wir hier das weiter scrollen, dann muss man ein bisschen gucken. Hier zum Beispiel diesen komischen Roboter. Oder auch hier, das ist ein Anzug für Frauen. Und auch den Guy. Und hier haben wir auch noch ein paar Boards. Ich finde es cool gemacht, aber ich muss zugeben, ja, ich bleibe lieber bei Profi-Skatern, das sieht nämlich alles besser aus, weil die Auswahl, die wir hier haben, ich mag die Auswahl hier wirklich, das sind alles schreckliche Sachen. Man kann hier nichts richtig entscheiden, man kann sich keinen Kopf machen selber, also doch einen Kopf schon, aber halt auch wirklich nur den Kopf, und das sind alles Vorlagen und nicht alles selber bestimmt, und das ist schrecklich, das mag ich nicht. Deswegen gehe ich wieder zurück auf die Original-Skater, weil die gefallen mir besser. Deswegen auch das Geld, was wir haben, wenn wir auf Eigen gehen, können wir zum Beispiel hier den Körper freischalten. Der kostet 50.000, können wir uns nicht leisten. Aber ist nur als Beispiel. So. Gut, wir wollen ein neues Level besuchen. Und zwar die Schule 3. Schule 3 erinnert stark an Schule 2. Warum? Seht ihr gleich. Oh, das Level war so schön, ne? Leute, ich feiere das Level. Guckt es euch mal an. Seht ihr das? Es ist die Schule aus Tony Hawk Pro Skater 2. Warum sie Schule 3 heißt, weiß ich gerade leider selber nicht. Auf jeden Fall. Moment! Warum sind wir denn jetzt der? Hä? Warum sind wir denn jetzt der? Ich hätte doch gar nicht angewählt. Oder habe ich ihn angewählt? So. Habe ich den... Was? Warum haben wir jetzt auf einmal der? Ich habe keine Ahnung. So. Auf jeden Fall die Schule 3. Ja, super, ne? Ja, sowas fällt mir halt auf. So, schon viel besser. Schule 3, ja. Anlehnung an Schule 2. Nur ein bisschen aufgemotzter. Und wir erkennen es auch schon, ne? Das ist... schön gemacht, das ist alles sehr schön gemacht. Hier haben wir die Schule zum Beispiel, also diesen komischen Park. Gefällt mir. Wir haben hier einen Football, den können wir auch darüber schießen. Es gibt 3 Punkte. Wir haben hier einen Whale, das ist... den haben sie hier, was? Achso, ja, die Kombo war ja unterbrochen. Haben sie hier alles weggerissen, also das Gebäude, was hier war, und haben hier ein kleines Footballfeld gemacht. Das sieht auch viel besser für eine Schule aus. Karlsbad ist abgerissen, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Also sehe ich das auf jeden Fall. Wenn da jemand anderer Meinung ist, dann soll es mir sagen. Ich finde es gar nicht mal so schlimm. Und ja, auf jeden Fall ein schönes Level. Gut, Manual-Mandat. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Aufgabe es war. War auf jeden Fall coole Aufgaben hier. Also Karlsbad und da, wo das Tape war, ist weg. Das Tape ist woanders versteckt. Aber auch nicht schwer versteckt. So, wir dürfen nur Wheelie im bestimmten Bereich machen. Ja. So, dann mache ich klug. Was? Ist okay, so komme ich nicht voran. Ich krieg gleich die Krise, ey, wenn die nicht aufhört, hier irgendwie andauernd den Wheelie zu unterbrechen. So.
Bitte nicht da hoch, bitte nicht. Da hoch, okay. So, machen wir anders. So, mehr Punkte. Das erstmal reichen. Wir brauchen viel mehr Punkte, ne? Ich merk's gerade. Oh, das Gebiet ist hier echt behämmert ausgesucht. So. Oh je, das sieht nicht gut aus. Komm, 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 komm. Yes, wir sind top. Eigentlich top, aber wir sind, irre. Ich habe erst Sorgen gehabt, dass das 10.000 Punkte sein müssen. Aber es sind keine 10.000 Punkte. Haben wir mal Glück gehabt, ne? So, wenn wir jetzt das Tape holen und die Kassette. Und dann weiß ich gerade gar nicht, was die Nebenaufgabe war. Das tut mir gerade sehr leid. Es gibt hier übrigens drei Bälle. Nämlich da oben ist auch ein Ball. Ja. Hier ist ein Ball. Hier ist ein Baseball. Wenn wir den schlagen und der geht durch so eine Scheibe und wir treffen was, dann passiert nichts. Okay. Schade. Ja, der Fußball, wenn der Fußball ins Tor geht, kann jeder denken, was passiert. Genau. Tor! Ja, das war vorher zu sehen. So. Die Kassette ist gut versteckt. Wir machen jetzt noch... Na. Ja doch, wir machen Pullspringer. Komm. Wisst ihr, wenn die Aufgabe gerade hier ist, damit wir gleich nicht davon abgelenkt werden. Wir hätten auch erst das Tape sammeln können, ne? Weil wir müssen gleich eh nochmal in den Pool rein. Weil wir auch die DVD da hinten holen. So, leere den Pool voller Bälle, so schnell du kannst. Ach, das war die Aufgabe. Stimmt, weil wir unter Strom stehen, geht das sogar richtig schnell. Stimmt, das geht ja... Oh ja, das war ja richtig krank hier gemacht. So. So, komm. Was? Noch zwei Bälle? Ach, da. Und da. Dankeschön. Ja, das ist keine schwere Aufgabe. So, zum Pfandskaten zurück. Ich würde so gerne bei der nach einer Aufgabe auch mal gerne hier weiterhin landen, ne? So wie in Tony Hawk 4 damals war. Das war noch Zeit. Tony Hawk 4, oh, wer erinnert sich noch? Das Let's Play muss ich unbedingt mal nachholen wieder. Also das Replay. Aber später erst. So, das ist das Dodgeballfeld. Ja, das Dodgeballfeld ist auch neu. Das ist der Völkerball-Sprint. Unser Ziel auf dieser Aufgabe ist es hier, auch wieder Ziel abzuschießen mit unseren Dodgebällen, die wir haben. Das war ein Riesen-Lag. Wir haben 35 Sekunden Zeit. Wir haben immer... Ja. Ein paar Dodgebälle. So. Einmal hier um die Kurve grinden. Ja, die Aufgabe ist ziemlich, schwierig. Wenn man sich nicht beeilt, dann ist es echt knapp. Wenn sowas passiert, ne? Oh, das ist auch so ein Makel an dem Spiel. Na toll. Ich hatte die perfekte Vorlage dafür. Oh Mann. Ich hasse es, wenn sowas passiert, ne? Hätte ich auch gar beendet einfach? Nö, habe ich nicht. Wenn wir irgendwie an die Kante festglitschen, dann kommen wir auf jeden Fall, können wir nicht lenken. Warum auch immer wir nicht lenken können. So. Nein. Ey. Oh, Aufgabe, verarsch mich nicht. War übrigens eine Aufgabe, die habe ich auch im ersten Mann ziemlich versaut. Wow, das war cool. So. Das war vorteilhaft, weil... Jetzt sind wir auf jeden Fall hier im Vorteil. Ja, irgendwie so. So. Gut. Muss man nicht abspringen. So, gemeistert. Sogar ein neuer Rekord. Das ist sehr gut. 4 Aufgaben haben wir schon gemeistert von 15. Das ist echt gut.
Ja, 4 von 15 Aufgaben meistern, das ist echt vom Vorteil. Wir kriegen ja 15 Aufgaben pro Level. Im ganzen Let's Play, also jedes Level hat 15 Aufgaben, das wird sich auch nicht ändern. Und ja, eine Aufgabe ist lustiger als die andere, manche sind auch richtig dumm, aber gut. Abgebrochener Ringraser. Warum abgebrochen? Vielleicht wegen der Schule. Wer hat die Schule abgebrochen von euch? Niemand? Hoffe ich doch mal auf jeden Fall. Schulabbrechen ist nicht gut. Ob ihr es glaubt oder nicht... 20 Ringe in der Zeit? Wie sollen wir das machen? Ob ihr es glaubt oder nicht... Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Schule ist sehr wichtig. Geht immer fleißig zur Schule. Ja, der Maser sagt euch, was das fürs Leben wichtig ist. Wenn ihr später mal Frauen und Kinder habt, oder Mann und Kinder, dann seid ihr froh, wenn ihr die Schule hattet. Denn dann habt ihr eine Arbeit. Und mit einer Arbeit... Ne, mit einer Arbeit... Dann könnt ihr Geld verdienen. Und mit Geld verdienen, wisst ihr Bescheid, ne? So, das war ziemlich gut. Hui! Oh, ein No-Compli-Wallplant. Ja, special. Fuck, ich wollte gerade einen Backflip doch machen. Das Spiel versaut mir alles. Hallo, Klima 17. Das ist ein schöner Name. So, jetzt aber zur DVD und zum Tape. Mein Gott. Ja, die Aufgaben hier unterwegs haben mich abgelenkt ein bisschen. So, die DVD ist ein bisschen an Tony Hawk angelehnt, also an den zweiten Teil. Und das Tape, ja, das ist direkt in der Nähe. Das ist ganz simpel versteckt. Das ist hier oben einfach. Wir müssen noch weiter hoch. Okay, wir müssen noch weiter hoch. Oh Gott, das war ja gar nicht mal hoch genug. So, komm. Danke. Wie gesagt, das ist einfach schrecklich versteckt. Woo! Autsch. Nebenbei kann man das 900 aus dem Stand landen. Ich verstehe das immer noch bis heute nicht, warum man das gemacht hat, so dass es geht, ne? Das ist so dämlich gesetzt, ne? Ohne Witz. Den 900er, wisst ihr? 900er aus dem Stand zu landen. Also, wenn man so schon den 180er fast gar nicht, den 360er nicht schafft, dann finde ich, das soll der 900er auch nicht gehen soll. Man landet zwar schlampig, aber man kriegt die volle Punktzahl dafür und das ist echt dumm gemacht. So, das ist wieder so eine Aufgabe, das haben wir schon mal gehabt. Das ist wie mit der Spraydose und die Voodoo-Puppen. Ich glaube, das ist einfach nur in der Halle hier drin, ne? Ja, und dann haben wir auch alle Aufgaben, die in der Halle zu tun haben, abgeschlossen. Da waren übrigens gerade sehr viele von diesen komischen Teilen dabei. Wo sind die ganzen goldenen Teile hin? Da ist ein goldener. Vor allem hier sind einfach keine. Wir sind schon... Was? Wir sind schon krank. Also irre. So. Ich tue noch die ersten hier mal auf. Aber immer noch keine goldenen, ne? Dankeschön. Aber wir haben auf jeden Fall ein neues Top-Ergebnis. Ah, ein goldener passt einfach mitten in der Mitte des der Halle. Einen goldenen will ich noch finden. Ja, beende ich die Runde nicht. Ja. Nur einen goldenen. Einen goldenen. Nein! Warum habe ich die Wheelie beendet? Verdammt! Vor meiner war einer. Ich habe ihn genau gesehen. Na egal. Wir haben uns verbessert wieder mal. So. Wir werden, ich brauche auch ziemlich weniger für die Aufgaben. Also damals habe ich pro Level 4 Parts gebraucht. Jetzt geht das eigentlich gerade. So ein Gefühl, ich komme gut voran. So, Kürbis Kopf hoch. Wir haben auch echt gut Zeit. Ich frage mich gerade, was die Nebenaufgabe nochmal war. Jetzt habe ich leider vollkommen verpeilt. Was war die Nebenaufgabe nochmal? Ich habe gerade keine Ahnung. Natürlich machen wir erstmal wieder eine Kombo, die ziemlich hoch ist, dass wir ja, den Kopf wachsen lassen. Ich glaube, diese Strategie kennt, glaube ich, hier bisher jeder. Ist das Ende? Nö, ist kein Ende, okay. So. Komm. Ist auch einmal schneller wurde, habt ihr das gesehen? Was? Das war gemein. So, gibt es eigentlich noch TC Dächer Gap? Wenn wir das umgeändert haben, ne? Schon promoviert? Ah. Enttäuschend.
So. Ja. Die Punkte hier sind immer noch kein Problem. Ich bleibe auch dabei, dass es kein Problem ist. Meine, guckt euch mal den Profi-Score an. Was soll man für Profi erreichen? Fast gar nichts. Fuck! Oh, bin ich echt... Oh, warum ist denn da was hingefallen einfach? Ja. Toll. 1 Minute 15 müssen wir überleben. Ich muss sagen, ich muss zugeben, ich weiß noch, was die Aufgabe war. Ich habe im ersten Durchgang die ganzen Kürbiskopf-Aufgaben mit dem ein einzigen Mal gemeistert. Also ich habe keine Probleme gehabt damit. Soll schon was heißen, ne? Woo! Und diesmal soll es nicht versaut werden. Kein Bock hier nochmal die Ewigkeiten im Level drin zu sein. So. Gut. So, diesmal müssen wir die Zeit einfach aushalten. Das dürfte aber kein Problem sein. So. Eben. So. Würde mich wundern auf jeden Fall, wenn ich das hier jetzt versauen würde. Also ein zweites Mal. Aber man kann ja nie wissen. Wobei, für die Zeit, die wir noch hier bleiben müssen... Glaube ich nicht. Ne. Unser Rekord war? Was war unser Rekord? Ah, guck mal, 1,44. Ja, nee. So lange will ich jetzt auch nicht mehr dran sitzen, deswegen werde ich die Aufgabe jetzt auch beenden. Und mit dem letzten Atemzug schoss sie den Ball. Und er ging neben das Tor. Leider hat sie es nicht geschafft, aber sie verstarb eines Heldentodes. Und ihre Leiche war ja wenigstens im Tor. Das zählt ja wenigstens. Ja. Voller Körpereinsatz, ja. Kein Rücksicht auf Kopfverluste. Kopfverluste. Okay, die Nebenaufgabe. Klingeln kaputt machen. Das ist ein geiler Klassiker. Ich muss zugeben, das ist eine der wenigen Aufgaben hier in dem Spiel, die ich feiere, weil die sind einfach, das ist einfach das klassische Tony Hawk. Da kann man nichts anderes zu sagen. Huch. Und ich finde, die Aufgabe einzubauen war sogar kein Fehler. Also 8 Klingeln zerstören, dürfte ja kein Problem sein. Ich meine, wer hat noch nie Klingeln zerstört? Da oben war eine. Weiß ich. Und, kann ich euch einen kleinen Funfact zu erzählen? Es sind ja nicht mehr 5 Klingeln, es sind ja 8 Klingeln. Und, die Klingeln sind anders versteckt. Und den hier auf der Nase vom Tiger, den habe ich gar nicht gefunden beim ersten Mal. Ne? Ich habe eine halbe Stunde gesucht. Der Part war auch so lang. Also, was heißt der Part? Die Suche danach war so lang. Hat mich auf jeden Fall aus angekotzt. So, Vegas 666 fährt da rum. Guter Schuss. Ja, ich weiß. So, die finde ich jetzt auch noch. Problem, was ich habe an den Aufgaben, ist eigentlich... Wenn man nämlich die Aufgabe... eine andere Aufgabe während der Aufgabe macht... Oh Gott, ey, ich komme gar nicht mal so hoch. Also, ich komme gar nicht mal so tief. Hä? Also, sorry, ich will ja nichts sagen, aber das war definitiv getroffen. Und wenn man eine andere Aufgabe macht, dann muss man die ganze Aufgabe wieder neu machen. Danke. 6 von 8. War hier zwischen eine? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Nein, hier zwischen war keine. Ich kann ja gerade nicht mehr sagen, wo alle waren. Aber deswegen versuche ich sie auch gerade wieder zu finden. Da war eine, das weiß ich sogar noch. Das war jetzt aber eher geraten. Ui. Danke. Und die letzte kann ich mir vorstellen, dass die oben irgendwo ist, bei diesem komischen Raum. Also hier. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier eine ist. Oder war... Ich weiß gar nicht mal, wo die genau waren. Wo war die denn nochmal? Oh je. Ja, der Maser hat vergessen, wo die letzte Klingel war. Und sieht die ganzen Leute hier mit einem schlechten Internet vorbeiziehen. Das ist... Übrigens, alle Leute, die stehen, sind, weil sie... Ja. Hä? Wo war die letzte Klingel nochmal?
gerade keine Ahnung mehr. Hier war ja eine. Die haben wir eingesammelt. Da oben war eine. Da war eine. Hier war eine um die Ecke. Das Einzige, was wir sehen, da oben war eine. Hier hinten müsste noch eine sein, ne? Aber ich sehe hier keine. Ich sehe einfach keinen. Ich will den Part beenden, Leute. Oh Gott, wo ist die letzte Klingel? Wo ist die verdammte letzte Klingel? So, die haben wir. Da hinten haben wir auch an der Wand. Bei den Tigers. Also hier rechts jetzt. Oh je. Oh je, oh je. Ich mache mir langsam Sorgen. Wo ist sie denn? Dieses Stromfeld geht mir so auf den Sack, ne? Ist jetzt weg? Danke. Das kann auch nur hier oben sein, oder? Hm. Übrigens der Baseball gelandet. Wo soll die denn sein? Ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Ich würde ja theoretisch Tony Hawk klassisch sagen, dass die da hinten in der Ecke ist, aber da ist sie nicht. Also hier in der Ecke. Weil hier die ganze Ecke nicht mehr da ist. Wo war diese Glocke? Habe ich die schon erwischt hier oben? Ja, ne? Ja, die habe ich erwischt. Hm. Ich habe wirklich alle erwischt. Ja, die ist auch ab. Oh Mann, ey, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne? Ja, ich habe sie gefunden. Ich weiß wieder, wo sie war. Ich weiß wieder, wo sie war. Da war sie. Yes. Nur das, was ich wollte. Gut, Leute, ich verabschiede mich aus dem Part hier. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß noch auf YouTube. Schöner Satz. Bis zum nächsten Mal. Ich sage, danke fürs Reinschalten. Dann wollen wir weitere Aufgaben machen. Wir wollen dieses Level hier beenden. Ja, bis dann. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masa la vista, Baby. Tor? Wir haben ein Tor gemacht. Wie auch immer. Tschüss, Leute.